Hallo zusammen zum WOTCOM.de Wochenrückblick vom 16.12. bis 22.12. Wir starten den Überblick mit einer Übersicht, welche wir dem Spieler KingRabbit33 zu verdanken haben. Diese hat er gemacht aufgrund dessen, dass es natürlich gerade eine ganze Aktionsflut gibt, mit der wir uns befassen müssen. Und um hier den Überblick nicht zu verlieren, hat er etwas geschaffen, und zwar jeden Tag sozusagen tagesaktuell einen kleinen Überblick über das Ganze, was gerade so läuft. Vielen Dank hier nochmal. Auch das ist jeden Tag neu und frisch immer auf WOTCOM.de zu finden. Das Entwicklertagebuch vom 16.12. hat Folgendes mit sich gebracht, und zwar beratschlagen die Entwickler immer noch, ob sie die Option einführen, Karten zu deaktivieren bzw. abzuwählen oder eben nicht. Für Zufallsgefechte steht natürlich in Klammern. Und zwar das Argument ist dürftig, weil es ist cool. Das Argument dagegen ist dann eher schlüssiger. Es könnten Serverprobleme entstehen und die gesamte Idee ist problematisch, auch aufgrund des Matchmakers. Also da muss man mal abwarten, was Wargaming noch vorhat. Das Entwicklertagebuch am 17.12. hat dann mit sich gebracht, dass es ein noch nicht angekündigtes Projekt von Wargaming gibt, und es wird definitiv ein Online-Spiel sein. Das hat damit zu tun, dass Wargaming sieht, dass Singleplayer-Spiele langsam verschwinden und die Zukunft den MMOs gehört. Ich bin gespannt, was hier passieren wird, und das lässt natürlich Raum für Spekulationen offen. Dann gab es Statistiken zu World of Tanks im Jahr 2013, und da gab es zwei schöne Zahlen. 2013 wurden 17 Milliarden Panzer zerstört und 2013 wurden 201 Milliarden Granaten verschossen. Und ich denke, das sind schöne Zahlen, die wir nächstes Jahr auf jeden Fall toppen. Ich gönne Wargaming jeglichen Erfolg, weil bis jetzt machen sie das Spiel im Großen und Ganzen sehr, sehr gut und denke, das hat Potenzial, noch weiterzugehen. Besonders nach dieser Thematik, und zwar wurden Bilder aus War Thunder der Panzer veröffentlicht. Und ich denke, Konkurrenz belebt das Geschäft, und wenn das in dem Fall so sein wird, dürfen wir uns auch auf noch viel mehr Spaß in World of Tanks gefasst machen, weil ich zeige einfach beispielsweise ein Bild vom KV-2. Oben sieht man den KV-2 aus War Thunder, darunter aus WOT. Man sieht natürlich, dass die Detailstufen aktuell bei War Thunder sichtbar höher sind, aber ich denke, wenn die HD-Modelle eingeführt werden, was auch ja 2014 erscheinen oder passieren wird, wir uns auch hier auf schönere Modelle gefasst machen dürfen, und das Spielprinzip selber ist ja fantastisch, also von dem her bin ich gespannt, was in WOT 2014 passiert. Dann ist der Release von 0810 in den Startlöchern, er passiert am 23.12., also hier viel Spaß mit den Japanern, den durchschlagbaren Objekten, dem Mediums der Russen, also ich glaube für jeden wieder was dabei. An alle CW-Spieler ist folgendes Thema, und zwar auf dem US-Server wurde der VK7201, auch Fail-Löwe genannt, schon ausgegeben, bei uns leider noch nicht. Ich habe auch schon mal nachgefragt, es kann leider noch nicht gesagt werden, wann es bei uns passiert. Man muss noch wahrscheinlich die Statistiken auswerten und schauen, dass nicht gemogelt worden und betrogen worden ist. Ich hoffe aber, dass es jetzt nicht mehr allzu lange ist. Jeder hat sich's auf jeden Fall verdient. Dann gibt es neue Optionen in WOT, und diese sind wirklich schön und auch sehr sinnvoll. Und zwar wird es einen Knopf geben bzw. eine Leichtigkeit sein, das komplette Umschulen der ganzen Mannschaft durchzuführen, die vorherige Mannschaft komplett einzusetzen und in die Kaserne zu schicken. Man wird zukünftig, was viele Spieler gefordert haben, den Chat im Gefecht abschalten können. Man wird Statistiken aufrufen können für den Panzer durch einfaches Rechtsklicken. Und es wird ein neues Feuerzeichen geben, dass man auch hier schneller erkennt, wenn man brennt, und dass das einfach deutlich schneller passiert. Also sehr sinnvoll, finde ich. Dann kann man schon den Patch downloaden. Ihr solltet aber bitte dabei beachten, wenn ihr diesen Patch downloadet, dass ihr noch nicht installiert, sondern erst wenn der Client 0810 auch auf den Servern gespielt ist, weil sonst könnt ihr nicht mehr spielen. Also hier bitte Vorsicht. Dann im Entwicklertagebuch vom 20.12. wurde gesagt, dass es noch unsicher ist, ob der Patch nach 0.18 schon direkt der große epische 0.9.0 wird oder erstmal wieder ein kleiner vorgeschobener 0.8.11 sein wird. Man kann es noch nicht ganz genau sagen. Auf jeden Fall muss man mal abwarten, ob es wieder sowas wird wie jetzt eben mit 0.18. So, zum vierten Advent
habe ich mir natürlich auch wieder was einfallen lassen. Diesmal ist es keine Like, keine Kommentarfunktion, die ihr irgendwo machen müsst, sondern die Kreativität soll gefragt sein. Und zwar jeder, der sich thematisch mit dem Thema Winter und Panzer beschäftigt und hierzu ein Bild mir schickt, bis zum Montag. Es kann noch teilnehmen. Also von dem her wünsche ich allen Teilnehmern viel Erfolg und bin schon sehr gespannt. Die ersten Einsendungen schauen schon sehr vielversprechend aus. Das Entwicklertagebuch am 21.12. war dann wiederum mit einer kleinen, aber feinen Detail gespickt. Und zwar jeder, den T-34-85 spielt und darauf wartet, dass die 100 mm Kanone wieder zurückkommt, muss leider enttäuscht werden. Es tut mir leid, fein ist diese Neuigkeit natürlich nicht, aber sie ist auf jeden Fall beachtenswert für die Zukunft des Panzers. Und das Entwicklertagebuch vom 22.12. hat dann nochmal die Thematik zum Waffenträger EN-100 auf sich gebracht, und zwar Vader, der mittlerweile die Nachfolge von Slopny angetreten hat und für das Balance der Panzer zuständig ist, hat er geschrieben: Die Statistiken gehen runter, aber ich denke darüber nach, einige Parameter zu nerfen. Er braucht diese einfach nicht. Und er hat dann noch angefügt, dass es so diese Parameter sein könnten, wie zum Beispiel bei Bewegung vom Panzer bzw. Turmdrehung, dass das Fadenkreuz von Haus aus etwas größer ist als davor. Also wenn, dann sollten es kleine Änderungen sein und ich glaube, diese sind dann verschmerzbar. Das war es dann mit dem Wochenrückblick. Ich danke wie immer fürs Zuschauen, würde mich über einen Daumen auf YouTube freuen und wünsche eine angenehme Woche in WoT. Bis bald!